Okay, dieser Typ hier hat ein riesengroßes Problem. Der muss unbedingt aufs Klo. Doch die Tür scheint ganz schön verschlossen zu sein. Und deswegen, meine werten Damen und Herren, willkommen zurück zu einer neuen Folge, wo wir diesem Typen heute helfen müssen, um aufs Klo zu gehen. Wir befinden uns im Wohnzimmer von demjenigen, dem dieses Haus hier gehört. Und der hat tatsächlich einige komische Sachen hier herumliegen, die wir verwenden müssen, um natürlich die Schlüssel zu finden, um am Ende des Tages natürlich diese riesige verschlossene Tür irgendwie aufzubekommen. Wir können einfach mal gucken, was man hier machen muss. Da haben wir zum Beispiel eine kleine Katze. Hier haben wir einen kleinen Krug dementsprechend bekommen. Okay. Dann haben wir hier eine Fernbedienung. Ich glaube, mit dieser Fernbedienung können wir doch bestimmt den Fernseher einschalten. Damit haben wir die Katze erschrocken und dementsprechend auch dafür gesorgt, dass wir den Schlüssel jetzt haben. Okay. Das bedeutet also, wenn wir jetzt hier dran gehen mit unserem Schlüssel und hier dieses Schloss öffnen, haben wir schon mal das erste Schloss geöffnet. Ich glaube, mit der Tasse an sich können wir wahrscheinlich jetzt gerade noch kein besonderes Ding hier öffnen, aber wir gehen einfach mal weiter. Hier dieses Bild da zum Beispiel, du Gucci Gucci Gugu. Was ist das? Oh, okay. Man kann anscheinend diese Orangendinger mitnehmen. Okay, wir klicken uns einfach mal durch. Da haben wir einfach gerade eine Werbung aufgemacht. Okay, da wurde gerade einfach eine Werbung in dieser Schublade versteckt. Dann haben wir hier einen Teddybär, der offensichtlich ein paar Nähte hat, die da noch offen sind. Hier haben wir einen Schrank mit einem Code drin. 8563. Bedeutet der Code zufälligerweise ein Code für diese Dinger hier? 8563. Stimmt das? Ich weiß es nicht. Vielleicht der andere Code? 8563. Oh, okay. Für den rechten, ne, war das tatsächlich der Code. Nun gut, gehen wir weiter. Hier haben wir ein Piano. Okay. Und da oben haben wir eine Schublade oder ein Regal, wo wir tatsächlich Codes haben. 153852. Also, wir gehen mal 1. Das weiß. 1, 2, 3, 4, 5 als nächstes. Dann 3, das dritte schwarze. Dann 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann 5 wieder. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann wieder 2. Oh, wow. Okay, das war einfach. Da mussten wir einfach nur die Töne von diesem Regal hier nachspielen. Wieso auch immer die da waren. Okay. wir nehmen das mal. Das bedeutet also, wir gehen hier wieder dran an die Tür. Grüner Schlüssel. Dran damit. Weiß auch noch nicht, was ich mit diesen ganzen Orangen machen muss. Aber eins nach dem anderen. Hier ist noch ein Alien. Ein Hase. Dann hier unten. Oh, was ist das? Ah ja. Okay. Hier haben wir also ein kleines Spielzeug, was man nutzen kann, um zu spielen. Okay, warte mal. Dann machen wir das erstmal hier so von innen. Oh mein Gott. Wie kompliziert ist das denn? Okay. Oh, wow. Ich glaube, dafür werde ich eine kleine Ewigkeit brauchen. Oh, Leute. Das kann hier noch ein paar Jahre dauern, sage ich euch. Oh nein. Das ist so ein bisschen wie der Rubik's Cube. Oh nein. Oh Gott. Oh, wow, ich hab's geschafft. Wow, okay. Was habe ich jetzt bekommen? Oh, ein goldener Schlüssel. Wow, okay, gut. Ich habe mir das ein bisschen schwieriger vorgestellt, aber es hat geklappt. Das Ding ist zu. Okay, Kissen. Oh, im Kissen war was drin. Ein Code. 9427. Okay, 9427. 9427. Yay, let's go. Sehr, was ist eigentlich dieses riesige Ding da? Keine Ahnung. Wir gehen einfach weiter. Kisten haben wir angedrückt. Wir haben hier eigentlich schon alles Mögliche angedrückt. Oh, guck mal, da... Ah, ein Spielzeug. Ah, okay, und da ist jetzt was eingezeichnet, wo wir wahrscheinlich jetzt diese Dinger... Wir müssen die wahrscheinlich rüber bewegen, ne? Ah, okay. Wir können also das Ding nicht so rüber bewegen. Das heißt, wir nehmen das Ding darüber. Dann bewegen wir das Ding... Ah, wir dürfen nur die größeren zu den kleineren machen, ne? Das heißt also, wir gehen mal hier so rein, dann den großen darüber, dann nehmen wir den blauen darüber, nehmen den grünen auf den roten wieder drauf und den blauen auf den grünen. Genau so. Einfach nur ein bisschen umsortieren. Und damit haben wir auch schon den roten Schlüssel. Wir haben übrigens jetzt schon zwei Schlüssel. Das heißt also, wir können einmal den roten aufmachen, dann können wir nochmal zusätzlich den gelben aufmachen. Wo ist denn der gelbe? Da unten? Nee? Welcher gelbe ist es denn dann? Ah ja, okay, jetzt habe ich noch einen anderen aufgemacht. Cool. Gehen mal weiter hier im Level, im guten Level. Kann man hier an der Heizung was machen? Nö. Ah, hier ist ein Schlüssel in einer Flasche. Und der Herd ist an. Nicht gut. Ey, guck mal, da ist ein Mixer. Kann man da vielleicht die Orangen... Ja, man kann die Orangen reinmachen. Okay, anmachen. Oh ja. Oh, yes, sir. Schönes Ding. Außerdem haben wir hier eine Tasse und da ist noch ein Schlüssel in so einer Flasche mit einer kleinen Andeutung, dass sich da drinnen Water befindet. Ah, wir können sogar das Water anmachen. Können wir das Water auf... Oh, wir können die Tasse auffüllen. Ah,
Ach so, okay. Wir können die Tasse benutzen, auffüllen und dann mit der Flasche wieder leeren. Und da der Schlüssel schwimmt, was er eigentlich im echten Leben niemals tun würde, kommt der aus der Flasche heraus. Schönes Ding. Okay, wir gehen mal weiter. Ich mach mal hier nochmal kurz das Gelbe auf. Und dann nochmal das Orange, ne? Nice. Wir gucken uns einfach alles von links nach rechts an. Einmal hier kurz diese Dinger aufmachen. Aha. Ein Dosenöffner. Okay, der Herd macht gar nichts. Aber der Dosenöffner, den kann man nehmen. Und da oben sind sowas wie Steine. Oder sollte ich eher sagen Dosen? Versuchen wir mal unser Glück, die richtige Dose zu finden. Hallo? Ist hier die richtige Dose? Was ist in diesen Dosen denn überhaupt drin? Was soll das denn überhaupt darstellen? Entschuldigen Sie, was befindet sich in dieser Dose? Alter, als ob. Ist es in der letzten Dose? Yo! Da ist einfach in der letzten Dose der Schlüssel drin gewesen. Sehr, sehr nice. Haben wir hier noch irgendwas? Erstmal aufmachen. Alter, es geht voll fix. Richtig gut. So. Oh mein Gott. Okay. Es gibt eine Salami, ein Cheese und dann nochmal einen gefrorenen Schlüssel. Wir können den gefrorenen Schlüssel doch sicherlich auf den Herd tun. Nee, kann man nicht. Okay, heißes Wasser vielleicht? Heißes Wasser? Nein, Heizung. Na klar, okay. Einfach in die Heizung getan. Schöner Winter, heiße Heizung. Und das gibt den blauen Schlüssel da oben. Nice. Was haben wir hier? Einmal dieses Bild, da kann man nichts machen. Oh, Reagenzgläser. Nice. Was muss man... Ah, muss man hier den Regenbogen machen? Ich glaube, hier muss man safe den Regenbogen machen. Und ich glaube, es beginnt immer mit Rot und endet mit Lila. Rot, Orange, kommt danach Gelb, Grün. Und dann kommt... Gab es da nicht ein Hellblau? Hellblau? Und dann dunkelblau. Das ist es, oder? Nee, scheint nicht zu stimmen. Oh mein Gott, das ist richtig, glaube ich. Oh Gott, machen wir was anderes. Oh, da ist eine Schere. Oh, ich weiß, was wir mit der Schere machen müssen. Ich muss noch überlegen bei den Farben. Schere an Teddy. Nice. Weil der Teddy hatte nämlich diese Nähte sozusagen. So, zack, easy. So, was ist das hier? Oh, nö. Okay, da muss ich jetzt einfach nur ein bisschen durchsortieren. Ich kenne mich mit solchen Spielchen hier aus. 2000 Jahre später. Okay, hat gar nicht mal so lange gedauert. Und jetzt platziere ich den letzten Stein nach oben und habe damit 13, 14, 15. Piu, alles sortiert und alles gemacht. So, was habe ich jetzt damit freigeschaltet? Where is my key? Wow, was ist das? Ich habe so einen Fuß bekommen. Was soll dieser Fuß sein? Damit kann man das Trittbrett wegmachen. Jetzt haben wir hier den Regenbogenschlüssel. Und da fällt mir jetzt auf, dass der Regenbogenschlüssel das Ziel eigentlich schon vorgibt. Und zwar unten rot, orange, gelb haben wir, grün haben wir, hellblau, dunkelblau, hellblau, dunkelblau, lila. Bitteschön. Eigentlich müsste das jetzt funktionieren. Das dürfte doch eigentlich stimmen, oder? Wir mussten den Schlüssel noch anmalen. Nun gut. So, jetzt haben wir es aber. Und ich glaube, das ist sogar der letzte Schlüssel. Und damit dürfen wir nun unseren Kollegen endlich die Tür öffnen. Ab in die Toilette. Meine werten Damen und Herren, das war das witzigste Toilettenspiel auf der gesamten Welt. Und wisst ihr, was noch das allerbeste auf der gesamten Welt ist? Shop.arizoo.de. Denn dort gibt es nämlich die besten Plüschtiere auf der ganzen Welt. Und ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Falls ja, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao.